von Insta-Nudeln ernährt. Weil die haben nichts anderes gehabt dort. Was geht heute bei dem Daily Vlog? Ja, mir geht's auch hoffentlich alles cool. Ja, ich bin jetzt gerade im Kaffee-Netzwerk, weil ich ein paar Sachen vorbereiten muss für morgen. Weil morgen geht's zu Animuk mit den Jungs von Aninext und mein Bruder kommt mit. Er wird für mich den Kameramann machen. Und ich habe jetzt entsprechend Zeug eingepackt. Rig, Schwebestativ, alles ist noch da drin. Und ich weiß nicht, ich bin gerade wirklich am überlegen, was ich dort an Animuk so alles machen will. Ich habe so 2 Videoideen, 3 Videoideen, die ich gerne umsetzen will. Aber mal gucken, wie die Lage morgen so ist. Und ich mache mir jetzt gerade was zum Essen sozusagen. Ja, ein Topf mit, kann ich mir entsprechend auswählen, entweder Huhn, Schwein oder keine Ahnung, was da alles gibt. Und da zeige ich euch, wie ich das entsprechend für mich zubereite, weil viele machen es halt vollkommen anders. Die trinken es halt mit Suppe und alles, aber ich mache es halt doch ein bisschen spezieller. So, ich muss jetzt warten, bis das Teil blubbert und kocht. Pop Flavor und Shrimp Flavor. Und das tue ich alles entsprechend rein. So, es blubbert. Da reiche ich schon mal die Nudeln vor. Aber eins muss ich erwähnen, wo ich bei Joe Vince war, haben wir uns auch nur von Insta-Nudeln ernährt. Weil die haben auch nichts anderes gehabt dort. Zum Beispiel diese Päckchen von Soßen tue ich nicht rein, weil es glaube ich alles so Geschmacksverstärkung ist und deswegen. Ich glaube, zu viel reicht schon. Und wusstet ihr, die Nudeln auch so essen kann, so wie Chips, schmeckt auch ganz gut. Muss man mal ausprobieren. Dadurch, dass ich keine Stäbchen habe, nehme ich immer provisorisch 2 Fleischspieße. Wie die meisten es halt anders machen als ich, esse ich das ohne die Suppe und deswegen kommt die also in einen Sieb rein, weil ich esse es trocken. Dann wird es hier entsprechend. Und so schnell ist mein Abendessen fertig. Ich werde es noch ein bisschen verfeinern mit ein bisschen Schärfe und dann passt es. So, ich werde mir das jetzt entsprechend gönnen und schalte mich später wieder ein, wenn ich das fertig gegessen habe. Aber ich habe übrigens so ein Gefühl, ich will ungern jetzt, dass der Kanal jetzt so in Richtung Essenskanal wird, weil mich wurde schon öfters angesprochen, so, hey, Sie, filmst du dich jetzt nur ständig beim Essen? Deswegen komme ich gleich wieder. Ein paar Osen später. So, bin jetzt fertig. Essen war wie immer so Standard, halt ziemlich schnell und ziemlich einfach halt. Und ja, währenddessen habe ich halt ein bisschen so auf meinen Channel ein bisschen geguckt, halt Stephen und Breakout TV. Ja, da hinten sind noch ein paar Mädels vom Café, die spielen gerade LOL. Was ich sagen wollte ist, ich habe jetzt auf Breakout TV geschaut und da kam ja jetzt heute ein Outtake-Video. War auch richtig, richtig lustig. Könnt ihr mal entsprechend hier abchecken. Und ich habe geschaut, wie das letzte Video hier auf Stephen angekommen ist. An sich kommentartechnisch alles top, aber das ist, glaube ich, das erste Video, was jetzt 4 Dislikes hat, wo ich mir gedacht habe, warum? Das ist so ein Thema für mich, Like oder Dislike. Na klar, das ist die einfachste Variante, um zu zeigen, ich mag das Video oder ich mag das Video nicht. Für mich ist es halt interessanter, warum taugt es denn nicht? Weil das würde mich wirklich interessieren. Darum würde ich euch bitten, wenn ihr disliked, kommentiert auch entsprechend, warum ihr das Video nicht gefällt. Weil so kann ich halt mich verbessern. Wie gesagt, Steve Heng ist wirklich so der Kanal, wo ich halt mich wirklich geben kann, wie ich wirklich bin. #ForReal halt. Ich werde jetzt noch das Zeug packen und dann nach Hause gehen und mich dann geistig vorbereiten, was ich dann morgen mit den Jungs und allgemein für mich, für Breakout TV, bei Animuckets drehen werde, sozusagen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Abend und alles schon dran. Und ja, in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder in alte Frische. Haut rein und ciao.